Geht bestimmt. Ja, ja. Wenn man Bugs ausnutzt. Es ist geil, wie das Spiel eigentlich Glitch-Abusing wirklich fördert, da man es ansonsten einfach nicht durchspielen kann. Ja. Es ist eigentlich schon echt der Hammer, wie wenig damit gedacht wurde, meine Herren. Warum gibt es nicht ein... Warum, das wäre doch mal echt eine gute Spieleidee, so Marktlücke. Wir müssen mal ein Spiel entwerfen, was wirklich darauf basiert, dass man die Glitches finden muss. Ja. Ui. So, hier ist die Tür, kommst nicht durch. Pech gehabt, keinen Schlüssel. Suchen ja, Weg. Hau rein. Viel Spaß. Und der hält auch noch ziemlich viel aus. Mhm. Dam, dam. Ah. Yay, war yay. Flop. Yay, Flop raus. Wow. Wow. Ich vergaß, der Menübug ist noch aktiv. So. Oh, holy, war das ein Scheiß. So, du kannst stolz auf dich sein, ja, ja. Meine Mami ist jetzt bestimmt ganz stolz auf mich. Ja. Der Zucker links neben dem Eingang füllt nun meine Magie auf. Okay. Achso, man muss quasi die 10 versteckten Feenstaubdinger suchen und den Zauber holen, ansonsten geht das Spiel nicht weiter. Das ist ja schön optional dann alles. Puh. Na gut, wieder zurück in die Wüste. Oh Gott. Und weißt du was? Was der nächste Dungeon hat? Ein Mathe-Rätsel. Ach, das ist doch wirklich noch was Neues. Wie lange geht die Komplettlösung noch? Nimm mal lang, wir haben es bald. Wuhu. Wir haben es bald geschafft. Ja, ein Dungeon-Boss, Herz noch und 2 Herzcontainer, ne? Ja. Die Deldim, badadabam, badababam. Dann tanzt er wieder auf deinem Schulter rum. Ist das irgendwie nicht so ein Alien aus Star Wars? Wunderbar! Ich habe meine Macht wieder! Bla bla, Schaden nehmen! Du wirst keinen Schaden nehmen können für 20 Sekunden. Yay, sowas. Mir geht voll einer drauf ab. So. Nun gilt es, den letzten Tempel erfolgreich zu bestehen. Er liegt auf dem Friedhof rechts neben Kakariko. Das heißt, man kriegt von Ganondorf einen Herzcontainer, das lohnt ja richtig. Naja, ich glaube nicht, dass im letzten Dungeon Ganondorf kommt. Oh. Er hat diese Komplettlösung geschrieben, er muss ja echt begeistert gewesen sein. Ja, anscheinend recht motivierter Fan der Serie. Hey, Zelda! Ich freue mich, dich zu sehen, was das für ein schönes Armband ist. Was? Ja, okay. Gibst du es mir? Ich habe eine leere Flasche. Ich wurde degradiert zum NPC, zum ganz gewöhnlichen NPC. Was für Scheiße das eigentlich ist. Die Tauschquest hat uns eine Flasche gebracht. Am Ende. Hammer, und nächste Menü. Geil! Von den Zelda ist Teil einer gottverdammten Scheiß-Tauschquest. Ja, klar. Applaus, ja, kann man das jetzt. Achso, ich muss nochmal mit dir reden. Ah, Link, ich freue mich, dich zu sehen. Du solltest nur den Schattentempel treten. Wassertempel ging nicht, bla bla bla. Zur Rüstung, ich öffne mal den Eingang. Wie ist sie dann da? Ich öffne mal kurz den Eingang. Moment. Was tust du da? Oh, ich schüttle doch ein bisschen die Erde auf. Wie hat sie das gemacht? Nee. Geh weiter, ich komme nach. Ja, ja, geh schon mal, kein Problem. Geh mal. No. Oh, muss no. Hallo. Oh. Nein, es ist das Element, was er schon in Triforce Duo benutzt hat. Das heißt, was musst du jetzt tun? Ich kann zwischen den Chars wechseln. Das ist schlecht? Ja. Warum? Du hast die Rätsel nicht gesehen, die ich gesehen habe.
Aber die könnten doch bestimmt total gut werden, die Rätsel, meine ich, oder? Nein. Hä? Pass einfach auf, dass die Lichter nicht ausgehen, ansonsten kannst du sie mit Zerdas Hilfe wieder entzünden. Zuerst muss man nach rechts den kleinen Schlüssel holen. Okay. Dann schön, wie die einfach da leblos einfach am Eingang rumstehen. Das ist ein riesiges, unsichtbares Labyrinth. Sind ja immerhin fucking Schatten, ne? Wo hat er das Spielelement denn vor? Achso, im zweiten Teil, schon gut. Ja. Hat Zelda eigentlich auch eine HP-Anzeige? Nö, die ist unsterblich. Ist in Triforce Duo leider nicht. Was bringen diese Lampen eigentlich? Auch irgendwas anderes außer mehr Licht? Nee, ich soll es nur offensichtlich anlassen. Sonst, keine Ahnung. Everyone dead. Schön aus. Ich muss mal erwähnen, dass das gerade äußerst seltsam ist. Was denn? Dieses ganze Event da ist etwas ein bisschen verwirrend, ja? Vielleicht? Du meinst ein bisschen scheiße, ja? Das ja, stimmt. So ein bisschen, so ein kleines bisschen. Alter, geht mir das gerade auf den Sack. Dum, bam, bam, bam. Ich finde dies fantastisch. Super. Wie geht da gerade so einer drauf ab? Sieht irgendwie jeder Raum gleich aus. Bis auf ein paar Anordnungen der Fackeln. Hilft die Lösung denn? Kommen wir wenigstens weiter gerade? Die Lösung sagt, ich soll nach rechts und nach rechts geht's nicht. Okay, wir machen eine kurze Aufnahmepause. Ich muss mal das Spiel ein bisschen modifizieren. Ah. Dann machen wir gleich weiter. Yay. Komme ich irgendwie hier wieder raus? Nee, ich habe ja kein Menü. Achso, das ist gar kein Menü. Stimmt, ja. Bis gleich, später. Noch später.
So. Ich habe den Tempel mal etwas modifiziert. Ich finde, das ist wunderschön. Ja, finde ich eben auch. Ja, ja, wow. Ja. So. Lololololololol. Ich lese mal vor, okay. Was da so steht. Bitte? Ich dann einfach mal vorlesen, was da so steht. So, es geht doch hier nach rechts weiter, siehst du? Ganz easy, Mensch. Nee, geht's tatsächlich nicht? Was für ein Arschloch-Dungeon ist das überhaupt? Da geht's auch nicht durch. Was hat sich der Entwickler gedacht? Nix. Entschuldigung. Wie kann ich davon ausgehen, dass der Entwickler sich was dabei gedacht hätte? Hey, er hat damit gedacht, dass mein Baum nicht... ne? Ja. So. Ponk. Ich mache das jetzt ohne die Komplettlösung, weil ich denke, so wird das einfach genug sein. Ich denke mal, ja. Ich denke, das kriege ich dann doch auch noch ohne eventuelle Lösungshilfen hin. Weil ich glaube, das ist wirklich die einzige Schwierigkeit an diesem blöden Dungeon. Durch das unsichtbare fucking Labyrinth zu finden. What the fuck? Tropical Bird macht sowas. Warum frage ich überhaupt? Das ist der nette Entwickler. Ja. Mit Betonung auf nett und Entwickler. Beides Lügen. So. Stich jetzt nicht. Na, habe ich mir schon gedacht, dass ich da mit beiden draufstellen mich muss. Tuten. Grammatik. Ich nicht wissen, wie. Funktioniert. Lololololololol. Das macht den ganzen Dungeon doch irgendwie direkt mal ein bisschen lustiger irgendwie, ne? Ja. Finde ich jetzt persönlich eigentlich schon. Was hat das jetzt eben gebracht, dass ich mich da drauf gestellt habe? Da vielleicht irgendwas? Ja, man muss ja experimentieren in so einem Dungeon. Hm? Ich verstehe. Verstehen Sie? Achso, das hat die Dinger da umgelegt. Oh Gott, lol. Löse folgende Zahlenreihe, um das Geheimnis dieser Truhe zu lüften. 2, 4, 6, 16, 256. Wie lautet die nächste Zahl? Das kann ich sogar ohne in die Komplettlösung zu gucken beantworten. Den Superschlüssel. Er ersetzt alle normalen Schlüssel, nur spezielle wie den Boss-Schlüssel nicht. Potenzen. Ponk. Tür weg. Eingerissen. Auf einmal erscheint mir dieser Dungeon recht simpel. Wie kommt das? Genau. Ich bin einfach schlauer geworden, seit wir das Spiel angefangen haben. Ja. Das ist es. Schau, sobald man den Weg sieht, ist der Dungeon total Banane. Ja. Das ist das einzige dumme, in Anführungszeichen, Gimmick an diesem Scheiß-Drecks-Ding. Ich habe die Tür übrigens wieder nicht gesehen, weil sie von der Leben natürlich verdeckt wurde. Ja, natürlich. Ich hab schon fest damit gerechnet, dass sie verdeckt wird. Genau wie diese Tür hier. Guck mal, der Handy. Und diese Tür hier. Vom Wasser-Dungeon. Vor allem macht er jetzt hier lauter verschlossene Türen hin, einfach damit man sagen kann, ja, ich hab den Superschlüssel. Das tust du mir jetzt aber bestimmt unrecht. Das ist bestimmt nur deswegen, weil... Weil... Ja, genau. Trololo, guck ihn dir an. Er ist so glücklich. Er hat ganz kurz ein Schwert gehabt. Ja. Ach, schön, dass er immer umgedreht wird wieder. Ja, ja, weil er natürlich nur den Spieler verfolgt. Den aktiven. Ich guck mal zu, ne? Ich war nicht mal ein bisschen zu, ne? Applaus! Vor allem, das war eben noch der Boss.
Ja, deswegen meine ich ja. Guck mal, da ist ein Boss. Der genau aussieht wie der rote, nur halt eingefärbt. Och, komm schon. KI. Oder. Du kannst ja nicht wirklich KI nennen. Das wäre ja ein Lob an dieses Bewegungsmuster. Ach. Das geht schon. Nein. Man wird wahrscheinlich die Tastatur übelst hören. Die letzten Aufnahmen habe ich mit dem Gamepad gemacht. Nur das hat jetzt ein bisschen abgespackt. Also wird man wahrscheinlich schon seit ein paar Folgen hören, aber... Am heftigsten hat man eigentlich nur gehört bei den roten Rage-Smashing. Ja. Das ist einfach das Boss-Event kopiert. Wahrscheinlich droppt er auch gleich noch einen Herzcontainer. Nee, danke. Okay. Fast. Den ganzen Weg zurücklatschen. Mensch. Ach, diese wunderbaren LOLs. Ich finde die gut. Ja. Oh mein. Der Raum ist sehr lustig, weil der Boss wahrscheinlich extrem lustig ist. Der lacht sehr glücklich. Lol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 . Hab ich damit das Zuschauer-Challenge. Seht alle LOLs in diesem Video. Viel Spaß. Schlimme ist, es gibt Leute, die würden das sogar noch tun. Ich hoffe nicht. Das war ein Spaß, Leute. Spaß. Und vor allen Dingen, genau, wenn ihr fertig seid, dann Scherz. Spaß. Weißt du noch, wo die Bosstür war? Ich nämlich nicht mehr. Haben wir überhaupt eine gesehen? Ja. Stimmt da irgendwie links oder so? Ich weiß das nicht mehr. Nee, da geht's ja gar nicht lang. Wuppdi-doo. Ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Das ist doch da drüben. War doch hier irgendwo da. Ja. Nein. Nee. Da kommen wir ja hier. War die da oben? Ich weiß es nicht. Nee, da kommen wir auch her. Da links? Ah, oh, nee. Da haben wir gerade den Bossschlüssel leer geholt. Ups. War die noch weiter oben? War die Tür noch weiter oben? Das kann gut sein. Ich mich jetzt einfach vollkommen vertue. Oh, Link. Rinku! So nicht zu brauchen. Lolololol. Trol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 . Troffelkartoffel. Troffelkartoffel? Mhm. Ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz passend jetzt zu dem Spiel. Also. Noch weiter nach oben. Und. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn der Fackeln. Ja, wie gesagt, die hier leuchten da irgendwas und bla. Ah. Ah, ich glaube, hier war das. Ja. Hallo. Kämpfst gegen einen Dings, Teamfighter oder wie die Dinger heißen. Oder gegen einen Einsatz. Mit Magie und zwei Schwertschlägen. Ja, wie viel Magie? Vielleicht die komplette. Ja.
Ja. Yay! Nun bist du so von der ich das Feenschwert. Du bist so das Maß so schwer, wir werden uns bald wiedersehen.